Leute und willkommen hier bei MiAppleCat und zum finalen Bauvideo des Xingbao Alien Xenomorphen. Ihr seht, ich habe hier schon einen richtigen Alien-Friedhof gebaut mit diversen Körperteilen, Torso, Kopf und die beiden Beine, und das liegt dann alles hier schon auf dem Standplateau drauf. Aber da fehlt natürlich noch ein bisschen was, und darum werden wir uns in diesem Video kümmern. Und hier haben wir die Einzelteile dazu. Ihr seht, das wird ein kleinerer Bauabschnitt. Nur zwei Tellerchen mit ein paar schwarzen Teilen und ein Rundstab ist hier mit dabei. Und das, Freunde, wird der Schwanz unseres Alien werden. Also ohne langes Vorreden bauen wir mal hier ein Schwänzchen zusammen und schauen uns dann das Ergebnis an. Ich bin hier im ersten Abschnitt vom Bauschritt 7 und mir fehlt schon was. Meine Güte, Freunde, was ist denn da los? Also von dem Teilchen hier, von diesem 1x2er, wo hier diese, ja, eine Schiene irgendwie dran ist, davon brauche ich zwei Stück. Aber ich finde nichts, ich finde hier echt nichts. Ich habe jedes Teil in die Hand geholt. Das sind einmal hier die beiden regulären Tütchen gewesen. Da ist nichts dabei. Ich habe hier die Mystery-Tüte mal durchgewühlt. Auch da ist nichts dabei. Es fehlt. Es scheint wirklich zu fehlen. Also ich bin wirklich froh, dass ich hier meine umfangreiche Ersatzteilsammlung habe. Da habe ich so ein Teil drin gefunden. Allerdings nicht in Schwarz, sondern nur hier in Grau. Aber soll mir jetzt erstmal egal sein, denn ich kann weiterbauen. Aber immer die Fehlteile. Also das nervt ein bisschen. Egal. So, weiter geht's. Oder besser gesagt, jetzt geht's erstmal los. Tja Leute, willkommen zur Schwanzhochzeit. Klingt jetzt versaut, ist es aber gar nicht. Ich habe jetzt hier die beiden Teile des Schwanzes gebaut, dort könnt ihr die sehen. Einmal hier der etwas dickere obere Teil und dann hier der, ja, das Endstück, das dann immer schmaler wird. Und zuerst mal eine gute Nachricht, ihr seht, ich habe hier diese, ja, graue wieder ausgebaut, die ja eben eindeutig gefehlt hat, denn, okay, ich habe es nicht richtig gefunden. Wo ist es denn? Ja. Dort kann man sehen, einmal das Schwarze mit dieser Schiene und zweimal das Schwarze mit dieser Schiene. Das hat sich hier irgendwo drin versteckt. Es ist echt schwierig hier stellenweise, weil alles schwarz ist, die richtigen Teile rauszufinden. Manchmal sieht man vor lauter Schwarz einfach nicht mehr, was vor einem liegt. Aber ich habe dennoch eine Ungereimtheit wieder mal gefunden hier in der Anleitung. Und zwar schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Das hier ist die Schwanzspitze, also hier hinten dieses Teilchen hier. Und dann sollte ich zwei von diesen, Moment, hier kann man sehen, von diesen Gelenkteilen, die hier in die Mitte reingeklippt werden, holen, um dann hier die Schwanzspitze zu bauen. Und das eine hier, das sieht doch wirklich so aus, als wäre hier dieses Anschlussteil etwas auf die Seite versetzt und nicht mittig. Hier unten sieht man, das ist mittig abgebildet, aber hier, das sieht doch eindeutig so aus, als wäre das an die Seite gerutscht. Und da habe ich gesucht und gesucht und gesucht und ja, ich habe es einfach nicht gefunden. Da ist irgendwie die Darstellung ein wenig komisch, denn das ist natürlich dennoch so in der Mitte wie alle anderen Teile auch. Aber egal, im Endeffekt hat alles geklappt. Das hier ist nochmal der große Bereich und da sieht man auch, ich habe hier den Rundstab durchgesteckt. Der bietet dann nochmal ein bisschen extra Stabilität, und wenn ich dagegen drücke, seht ihr, der kommt hier vorne wieder raus. Den haben wir hier durch diesen Technik-Pin, der vorne noch eine Noppe bildet, durchgeschoben, und diese Technik-Pin-Noppe gemeinsam hier mit diesen zwei Hinges wird gleich hier angeschlossen, so dass der Technik-Pin einmal hier unten ins Loch reingeht und die anderen Gelenke, die greifen dann hier rein, so dass wir eine stabile Verbindung haben der beiden Teile. Und ja, apropos, was ist denn da schon wieder abgefallen? Ach, die Schwanzspitze, Sekunde bitte. Denn auch die ist ein bisschen was Besonderes. Die wird einfach nur hier hinten eingesteckt. Ja, die hält so einigermaßen gut, und was daran noch besonders ist, das ist ein Gummiteil, das ist kein Stein. Wenn, nämlich wenn ich hier mal ein bisschen drücke, ja, dann seht ihr das, das ist ein Gummiteil einfach nur. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, damit man sich hiermit nicht aus Versehen das Auge aussticht. Ja, wäre sonst sehr, sehr gefährlich. So, also jetzt machen wir hier noch kurz die sogenannte, von mir genannte Schwanzhochzeit. Und das hier, ja,
24 cm soll der Rundstab sein. Der ist natürlich wieder mal zu lang. Werde ich später noch einkürzen, aber der stört erstmal nicht, dass er jetzt hier rausschaut. Und ich stecke dann mal hier den Schwanz zusammen. Einmal hier mit diesen Hinges zuerst. Einmal klack, klack, das passt und das geht ja hier doch nicht zusammen, wie ich dachte. Lass mich mal kurz in der Anleitung schauen. Da haben wir das. Nö, ach, das ist ja gar nicht. Okay, ich dachte hier, diese Noppe, die würde jetzt noch hier reinkommen. Tut sie aber gar nicht. Okay, also Schwanzhochzeit ist geglückt. Ich sag's auch nicht nochmal. Aber schaut euch mal, holla die Waldfee, schaut euch mal den Schwanz an. Wie lang der geworden ist, ist ja absolut irre. Ein Riesenteil. Also da könnt ihr eurer Frau sagen, ich glaube, das hier sind wirklich 30 cm. Also ein richtig langer, langer Schwanz, den bekomme ich ja kaum noch hier aufs Bild drauf. Und der ist ganz cool gebaut. Natürlich, man baut hier im Prinzip mehr oder weniger immer das Gleiche. Immer Schema F, Schema F, Schema F zusammenstecken. Mal so ganz leichte Variationen sind hier drin. Und der verjüngt sich dann bis da hinten hin. Und hier hinten haben wir keinen Rundstab drin, aber hier in den dickeren Teilen haben wir, wie gesagt, noch den Rundstab. Ja, meine liebe Güte, also das ist mal ein Schwanz, Freunde. So, jetzt ist, ach, die Spitze, die ist echt nicht gut, die ist schon wieder abgefallen. Also die könnte man eventuell festkleben am Ende, damit das auch wirklich hält. Aber wir halten mal fest, der Schwanz ist fertig. Damit hätten wir Bauabschnitt Nummer 7 auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt kommt ja der letzte Abschnitt, die beiden Arme. Und danach, ja, da freue ich mich echt schon drauf, bauen wir unser Monster endgültig zusammen. Aber erstmal gibt es hier noch was zum Greifen. Hier haben wir nochmal den kurzen Überblick über die Teile, die wir hier brauchen, um die beiden Alien-Greiferchen hier zu bauen. Und ich bin mal gespannt, ich habe ja hier immer noch meine Mystery-Tüte. Ja, ob die noch hier verwendet wird oder ob das hier einfach nur eine Zugabe ist, eine Ersatzteiltüte. Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe sie für den Notfall mal hier stehen. Aber das hier, 1, 2, 3, waren die 4 regulären Tüten. Und jetzt geht's los. Finaler Bauschritt. Also final, bis auf den endgültigen Zusammenbau. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Los! Ah, super, Seite 192, der erste Arm ist quasi fertig, noch nicht ganz zusammengebaut und das macht mega Spaß. Allein sich anzuschauen, welche Ideen die Designer hier hatten, um eben die Körperteile und so zusammenzubauen, das macht echt Freude. Die waren ein kreatives Duo, kann man nicht anders sagen. Wir fangen mal bei der Hand an, das ist sie. Die Alien-Hand und habt ihr gewusst, dass der 6 Finger hat, also quasi rechts und links einen Daumen und 4 in der Mitte? Wusste ich noch gar nicht. Auf jeden Fall ganz interessant gelöst, wie hier die Finger gebaut wurden. Das sind nämlich einmal, wir gehen mal von hier aus ran, ja. Hier haben wir eine C-Clamp einmal sitzen, dann haben wir hier ein Megafon und bei den langen Fingern noch so einen kleinen Trichter aufgesetzt und dann eben hier die Krallen. Also eine C-Clamp, Megafon, Trichter und Kralle. Und das wird dann einfach hier reingeklippt und ist deswegen auch noch beweglich. Also die Finger kann man da noch ein bisschen verstellen. Schön, schöne Lösung. Und hier der Daumen, ja, da haben wir auch eine dicke Daumenkralle und das wurde dann hier an solche Hinges dran gebaut, die man so stufenweise dann verstellen kann. So ist das dann die perfekte Endposition. Hier haben wir nochmal einen Kugelkopf. Damit wird es dann gleich hier hinten befestigt am Arm. Und den schauen wir uns jetzt auch nochmal an, denn der ist echt auch cool geworden. Hier hat man die Außenansicht vom Arm, relativ clean jetzt vom Look her im Vergleich jetzt zu den anderen Teilen, keine großen Schnörkeleien dran. Da wurde darauf geachtet, dass hier alles recht sauber und glatt eben ist. Hier haben wir so ein kleines Detail durch diese Fliese mit diesem Noppenkreuz drin. Auch hier nochmal das oft benutzte Entenbürzel verbaut, einmal in der Lang-, einmal in der Kurzversion. Und natürlich hier nochmal ein paar Ellbogen, Krallen oder Dornen, was das eben sein soll. So sieht es dann von vorne aus, von hinten aus. Und hier haben wir nochmal die Aufnahme mit eben dem bekannten Gelenk schon, dass man das dann später hier schön einstellen kann. Macht Spaß zu bauen von innen. Ja, die Optik hier. Und ich würde sagen, wir packen jetzt mal noch die Hand eben hier dran. Das mache ich mal bei laufender Kamera.
Das bekomme ich bestimmt noch gerade so hin. Also Kugelgelenk einmal hier in die Aufnahme reindrücken. Und dann sollte es einmal klack machen. Sollte. Das geht ja gerade ein bisschen schwer. Also wir drücken es rein. Und da hat es klack gemacht. Und sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Tja, und ich präsentiere der rechte Arm des Alien Xenomorphen. Fertig zusammengebaut. Schönes Ding. Auch wieder groß natürlich. Das ganze Set ist ja groß. Und kann man den jetzt hier auch noch ein bisschen, ja, den kann man auch noch bewegen. Hier ist Handgelenk. Lässt sich noch schön verstellen, dass man auch ein bisschen eine Pose vielleicht einnehmen kann später. Sehr schön. Macht einen guten Eindruck, auch recht stabil. Hier vorne bei den Fingern muss man ein klein wenig aufpassen, dass man da nicht zu viel rummacht, dass sie sich nicht nochmal lösen hier mit den Klemmen. Aber ansonsten schön, echt schön gebaut. Auch hier der Ellbogen. Ihr seht, der hat noch ein bisschen Spiel, allzu viel kann man da nicht einstellen. Ist auch relativ leichtgängig, denn da wurden einfach nur solche Scharnierplatten verwendet. Und zwar, Moment, ich habe die ja noch hier. Einmal hier und lasst mich kurz suchen. Ah ja, genau, einmal hier. Ja, diese Scharniere kennt ihr. Die steckt man so ineinander und dann kann man die so einstellen. Und davon wurden zwei Stück übereinander verbaut und die dienen hier dann als Gelenk am Ellbogen. Ja, also nicht allzu viel Spiel, nicht allzu viel Widerstand. Klappt relativ leicht runter, aber sieht sehr, sehr cool aus. So, schauen wir mal rein. Bisher auch kein Fehlteil. So viel habe ich jetzt hier noch übrig in meinen vier Tellerchen. Und nachdem das hier fertig ist, geht es direkt nochmal von vorne los, denn der zweite Arm, der wird noch gebaut. Und ich melde mich dann wieder, wenn auch der fertig ist. Wenn man erstmal im Flow ist, dann baut sich der zweite Arm fast wie von alleine. Der geht ratzfatz. Und ja, das ist übrig geblieben, Freunde. Eine C-Clamp, also so ein Schraubenschlüssel in dem Fall eher, ist hier übergeblieben. Ansonsten war alles da. Aber, ja, aber es gibt doch noch was, was hier nicht ganz gepasst hat. Und zwar, wir schauen mal maniküremäßig auf die Fingernägelchen. Hier sehen alle gleich aus. Aber bei dem zweiten, da haben wir doch hier einen Unterschied. Und zwar ist ein Fingernagel hier in dieser Silber-Metallic-Optik da. Und die anderen sind halt richtig grau einfach nur. Ja, keine Ahnung. Ist vielleicht der Mittelfinger, den er zeigt, wenn er hier nicht so gut gelaunt ist. Ich weiß es nicht. Oder eventuell tatsächlich nur ein Fehlteil. Aber ich sag mal, ja, ist doch ganz nett und nützlich ab und zu vielleicht auch mal so einen prominenteren Finger zu haben. Okay, also unser Alien kann jetzt hier Mittelfinger zeigen und wir haben alle Teile fertig gebaut, Freunde. Alles ist fertig. Wir sind auf Seite 198 und ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Da hinten liegen die anderen Teile alle und warten schon auf den Zusammenbau. Jetzt kommt der große Punkt. Jetzt wird der ganze Alien hier entmontiert und dann steht er nachher fertig da. Und ich bin echt gespannt. 51 cm groß. Tja Leute, und da liegt er nun, unser Alien Xenomorph, noch auseinandergebaut in den einzelnen Körperteilen, die ich hier in vielen, vielen Stunden und mit viel Vergnügen zusammengebaut habe. Und jetzt kommen wir zur Endmontage und wir beginnen ganz oben. Als erstes kommt der Kopf drauf, dann die Arme, dann die Beine, Schwanz und dann geht es hier hinten ab auf den Standfuß. Und wir starten dann mal mit dem Kopf, nehmen den Körper erstmal. Hier sieht man nochmal richtig schön, ja, hier die Rippen, die verbaut wurden, da ist vorne. Und hier oben haben wir ja diese Gelenkaufnahme, wo dann eben der Kopf reinkommt, hier mit diesem Technik-Pin. Und na, ich probiere mal, ob ich das jetzt hier sauber reinbekomme. So, da ist er eingerastet, glaube ich. Ja, ich kann ihn drehen, etwas schwenken. Und wir haben hier noch diese Schläuche, die immer noch hier von hinten nach vorne gehen und noch lose da rumbaumeln. Die müssen jetzt befestigt werden und ja, ja, das hätte nicht passieren sollen. Aber macht mir die Sache vielleicht etwas leichter, dann kann ich euch das zeigen. Denn die müssen hier einmal aufgesteckt werden auf der Rückseite des Unterkiefers, der jetzt hier komplett auseinanderfällt. Aber kein Problem, baue ich eben flott zusammen, stecke die Schläuche dran und dann werfen wir einen genaueren Blick drauf. Hey, Kiefer los. Okay, und da hat es geklappt. Hier seht ihr es, der Kopf sitzt auf den Schultern,
Man kann ihn auch ein wenig in der Neigung verändern, nicht allzu viel, aber so ein bisschen. Und man kann ihn auch ganz leicht drehen. Also weiter als so geht nicht. 1, 1, 2 und dann ist Ende. Wieder zurück und 1, 2 und dann ist auch da wieder Ende. Aber sieht schon echt cool aus. Mächtiges Teil. So schaut er uns von vorne an. Und diese eben besagten Schläuche, ja, kann man hier sehen. Jetzt musste ich selbst nochmal genau hinschauen. Hier wurden die eingesteckt und laufen dann einmal hier rum und gehen hier hinten in den Rücken rein. Und das natürlich auf den beiden Seiten. Auch hier kann man das schön erkennen. Gut, also Torso und Kopf, die sind schon mal dran. Als nächstes, ich lege es mal vorsichtig ab, kommen dann hier die Arme. Die werden auch, das ist jetzt hier im Prinzip immer das Gleiche, mit diesen Stiften hier in die Gelenke hier unten reingesteckt. Und dann mache ich das mal noch für beide Arme und dann schauen wir uns an, wie es dann aussieht. Wow, da gab es aber eben mal einen Schreckmoment. Da ist mir direkt der erste Arm hier abgefallen nach dem Anstecken, weil er nicht richtig drin war. Aber jetzt kann man sehen, ich muss mich hier richtig recken und strecken, damit man das alles aufs Bild bekommt. Jetzt sind beide Arme dran und man kann die auch ein bisschen hier verstellen. Man kann sehen, man kann posen, einmal nach oben, nach unten und auch ein bisschen hier so seitlich kann man es aufstellen. Also Arme auch erfolgreich angebracht, aber das ist ein bisschen schwierig. Man muss jetzt hier schon schauen, ja, wo packe ich den denn an, damit hier nicht noch irgendwas anderes abfällt. Also ein bisschen frickelig und das wird bestimmt jetzt mit den Beinen nicht einfacher. So, da steht er jetzt auf seinen Beinen. Allerdings musste ich ihn, da hinten kann man es sehen, an den Monitor anlehnen, denn irgendwie hat er noch ein Ungleichgewicht. Liegt vielleicht daran, dass hier der Schwanz noch fehlt, der mir auch gerade eben mal nochmal auseinandergefallen ist. Also den werde ich jetzt nochmal anbringen und ja, ich hoffe, dass er dann ordentlich steht. Also momentan macht er mir da noch ein klein wenig Sorgen. Boah, Freunde, ihr seht, er liegt hier wieder weitestgehend in Trümmern. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Ich habe die Füße hier nicht richtig drauf bekommen, dass der Kollege überhaupt mal einen einigermaßen festen Stand gehabt hat. Und habe jetzt erst rausgefunden, woran es liegt. Muss ich mir dann mal wieder auf die Fahne schreiben. Hab einen Fehler gemacht. Hier, das Teil hier, das ist diese Innenverkleidung hier unten am Bein. Und die habe ich einfach zu tief angesetzt, sodass der hier irgendwie drüber stand. Und hatte dadurch, ja, man kann sagen, eine Fußfehlstellung. Sorry, Kollege. Also, das muss man dann doch ein Stückchen weiter oben ansetzen. Und zwar so, ich probiere es jetzt mal einhändig. Bin ja ganz mutig, er steht ja jetzt fest und sicher. Ja, wunderbar. So, und jetzt hat er auch einen stabilen Stand. Aber boah, das ist eine Fummelei. Also da will man gar nicht mehr richtig anfassen. Hier das Teil ist mir die ganze Zeit jetzt hier abgefallen. Und naja, er hat halt viele Details. Und wenn man da anpackt, dann macht man halt gerne mal was kaputt. Aber jetzt steht er ja und dann bauen wir mal den Rest noch an. Hier der Schwanz, der hat sich auch als relativ widerspenstig herausgestellt. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Tada, da steht er nun fertig zusammengebaut. Und ja, der Zusammenbau war nochmal eine kleine Herausforderung. Aber hauptsächlich deswegen, weil ich hier unten mich am Bein verbaut hatte und deswegen Probleme hatte, ihn hier stabil auf die Basis aufzustellen. Und ja, jetzt steht er eigentlich relativ stabil. Ich sag mal, wackelig genug, dass man etwas Puls bekommt, wenn man ihn irgendwo hinstellen muss. Aber eigentlich stabil genug, damit der Kollege hier nicht so einfach umfällt. Das passt soweit schon. Und er ist groß geworden und er sieht richtig, richtig gut aus. Aber jetzt messen wir mal noch, wie groß er jetzt insgesamt tatsächlich geworden ist, inklusive Standfuß und allem Schnipp und Schnapp. Also einmal hier unten ansetzen und wir gehen bis an die oberste Spitze und haben ja ziemlich genau 51 cm. Also 51 cm ist er hoch. Hier den Schwanz, den kann man natürlich noch durch die ganzen Gelenke verstellen, dass er nicht so hoch geht oder ja, da kann man noch ein bisschen was einstellen. Natürlich auch die Arme, die kann man verstellen, aber er sieht echt klasse aus. Ein richtig tolles Set, was hin und wieder seine ein, zwei Schwächen offenbart hat, aber insgesamt für jeden, der auf hier Alien, Science Fiction und auf was
Cooles, Ungewöhnliches steht, hier mit solchen Klemmbausteinen zu bauen. Da ist das hier ein absolutes Must-Have. 2000 und wie viele waren es? 20 Teile. Und daraus bekommt man einen mächtigen, massigen Alien-Xenomorphen dann gebaut. Richtig cooles Teil. Was er nicht so gut kann, ist hier oben der Kopf. Wenn man den verstellt, der fällt immer wieder nach vorne. Also der hängt mehr oder weniger immer nach vorne. Da ist der Halt im Gelenk nicht so groß, dass man da groß posieren kann. Aber ey, egal, der hat ein paar kleine Schwächen. Die verzeihe ich dem Set aber hundertprozentig. Und weil ich den Vergleich ja im ersten Bauvideo ständig gezogen habe, hier nochmal der kleine, wirklich kleine Predator hingegen. Also ihr seht, der geht ihm ja gerade mal knapp bis über die Kniescheibe drüber. Da sieht man jetzt schon, ja, also den Kampf würde hier der Alien wohl mit Leichtigkeit gewinnen. Also Leute, das war's. Das war mein Bauvideo oder meine Bauvideoreihe zum Tsingbao Alien Xenomorphen. Richtig cooles Set, wenn ihr das auch gerne mal bauen wollt. Man bekommt es, wie gesagt, bei Amazon. Da kostet es in der Regel so um die 120 Euro, manchmal auch mal 90 oder 100. Die Preise schwanken dort immer etwas. Oder man bekommt es für 75 Euro auch bei AliExpress. Auch das ist hier unten nochmal verlinkt. Da müsst ihr allerdings mit rechnen, wenn der Zoll es einmal kontrolliert, dass ihr dort noch die Mehrwertsteuer dazu zahlen müsst. Aber das ist meistens dann immer noch günstiger, als wenn man es jetzt hier bei Amazon direkt bestellt. Dauert dafür auch länger. Aber keine Angst haben vor dem Zoll, denn das hier ist kein illegales Set. Sowas gibt es von Lego nicht. Deswegen alles völlig legal, richtig cool, richtig groß und ein riesen Bauspaß, das kann ich euch sagen. Also hier die Einzelteile zu bauen, Kopf, Arme, Beine, Torso, Schwanz und zu sehen, mit welchen Bautechniken die Designer das hier alles realisiert haben, was die sich überlegt haben, was für teilweise skurrile Teile die verbaut haben, wie zum Beispiel hier unten nochmal die Bohrmaschinen, die Megafone und diese teilweise echt tricky Bautechniken. Cool, richtig cool. Ich würde mal sagen, bisher so von den Bautechniken absolut unter den Top 3 all meiner bisher gebauten Sets. Und das hätte ich fast vergessen. Das hier sind die übrig gebliebenen Teile. Im Prinzip die komplette Mystery-Tüte, also das war eine Ersatzteiltüte. Leider haben da die Teile gefehlt, die generell gefehlt haben. Aber naja, hat man wieder ein bisschen was für die Ersatzteilkiste. Und das hier ist noch übergeblieben, ein paar Teilchen, die zu viel waren. Und, oh, den Speichel habe ich eben vergessen. Und natürlich hier diese extra Dornen für, ja, den Rücken, also die Alternativdornen, die aber nicht so gut gehalten haben. Macht Spaß. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Von mir gibt es dafür 2 Daumen hoch und das wäre es dann auch gewesen. Ich bedanke mich bei allen, die hier von Anfang bis zum Ende dabei geblieben sind und natürlich auch bei allen, die hier mal so reingeschaut haben. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Bauprojekt. Also bis dann, macht's gut.